Der A6 zeigt die neue Designlinie von Audi. Technisch soll er BMW und Mercedes sogar überholen. Die Ingolstädter setzen ihre Oberklasse auf Diät. Die Karosserie des neuen A6 besteht aus einer Mischung aus Aluminium und Carbon. Beim Thema Hybrid setzt Audi, wie schon beim Q7 e-tron, auf die Kombination von Selbstzünder und Elektromotor, wobei die Entscheidung aufgrund des Dieselskandals zurzeit noch einmal zur Debatte steht. Als Alternative steht ein Mix aus 2 Liter Benziner und 120 PS starkem E-Motor zur Verfügung. Die Ingolstädter bleiben den V-Motoren treu, setzen aber zukünftig auf elektrische Aufladung. Zunächst ist der E-Verdichter für alle TDI-Motoren vorgesehen. Audi will erst mit dem neuen A8 und später dann mit dem A6 den Sprung vom assistierten zum pilotierten Fahren schaffen. Im Innenraum zeigt Audi, dass die Studie Prolog durchaus ernst genommen wird. 4 verschiedene Bildschirme aus besonders dünnen OLEDs sollen in den Innenraum integriert werden. So kann sich der Beifahrer andere Inhalte anzeigen lassen als der Fahrer. Den neuen Audi A6 gibt es ab Frühjahr 2017.